Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wladimir Putin macht es seinen Anhängern nicht leicht. Das war fast immer schon so, das hat Tradition. Als er damals auf der Krim einmarschierte, sagte er, er wisse nicht, wer diese Menschen mit Uniformen seien. Das seien unbekannte Militärs. Viele im Westen haben das nachgebetet. Wochen später sagte er dann ganz stolz, dass das seine Truppen waren und gab denen Orden. Gerechtfertigt wurde der Einsatz damit, dass es einen angeblichen Brief, einen Hilferuf des ukrainischen Präsidenten gab. Jahre später sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow, den ich sehr gut persönlich kenne, den Brief habe es nie gegeben. Auch jetzt wieder das Gleiche mit der Ukraine. Da hieß es bei dem Aufmarsch, als im Westen die Politiker und die Geheimdienste sagten, er bereitet einen Krieg vor, das sei böse westliche Propaganda. Wenig später wurde genau das wahr, was man noch als böse westliche Propaganda gebrandmarkt hatte. Jetzt das jüngste Beispiel und viele im Westen, die glauben ja Putins Argumentation, dass er sich bedroht fühle von der NATO, dass er die Ukraine denazifizieren wollte, wie er das sagte, dass es ihm darum ginge, Russen im Donbass zu schützen, womit er Ukrainer, die russischsprachig sind, offenbar mehrheitlich meint. All diese Rechtfertigungen, die hört man ständig in der Debatte. Und jetzt setzte sich Wladimir Putin tatsächlich hin bei einem Treffen mit Unternehmern und Studenten, mit jungen Menschen und sagte da ganz offen, was ihn bewegt. Er verglich sich selbst mit Peter dem Großen und er sagte, Peter der Große hat Russland stärken wollen, indem er Gebiete zurückholt. Und wir, sagte er, wir sind heute in der gleichen Position. Das kann man nachlesen, das kann man sich anhören. Es ist keine Erfindung von mir, es ist keine Erfindung von anderen, sondern ganz eindeutig Vergleich mit Peter dem Großen. Er sei heute in dieser Rolle und es geht darum, Gebiete zurückzuholen und Russland zu stärken. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, ob man jetzt, wo immer man die Fehler sieht, egal wie man zu diesem ganzen Konflikt steht, aber wenn hier im 21. Jahrhundert ein Staatschef als seine Maxime ausgibt, dass er alte Gebiete zurückholt, dann wird die Büchse der Pandora geöffnet. Und das ist geschehen und darum kann ich da nicht, wie manche von mir fordern, den Mund halten oder kann einfach sagen, naja, man muss das auch verstehen, das ist brandgefährlich. Ich war gestern bei einer Veranstaltung in München, da werde ich noch was dazu machen, weil die Veranstaltung fast gescheitert wäre, weil ich da bin und ausgerechnet die Stiftung der CSU, die Hans-Seidel-Stiftung, die hat da so reagiert, als sei ich ein Aussätziger. Aber der Veranstalter, ein Journalistenverband, der hat das durchgezogen. Respekt, aber da machen wir noch weiter. Und da wurde ich auch angesprochen. Da hieß es dann zum Beispiel, ja, ich sei ja jetzt auf der gleichen Linie wie der Mainstream. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist völlig falsch. Der Mainstream hat eine ganz andere Position dazu. Ich sage, dass Scholz lügt von vorne bis hinten. Er veräppelt in dieser ganzen Geschichte, verhöhnt die Bevölkerung, weil er nicht die Wahrheit sagt. Er sagt das eine und tut das andere. Nun kann man durchaus, ich respektiere unterschiedliche Meinungen, man kann der Ansicht sein, es müssen möglichst viele und möglichst schwere Waffen geliefert werden, man kann der anderen Meinung sein, aber man kann doch es nicht für gut halten, wenn ein Bundeskanzler ständig lügt und hier völlig zweigleisig fährt. Ich bin inzwischen überzeugt, dass Scholz will, dass die Ukraine nicht gewinnt. Er tut hinter den Kulissen alles, um Russland zu stärken, sagt genau das Gegenteil wie in der DDR. Bei den Grünen ist das nicht so. Und unsere Medien, bis auf Bild und Welt, die schweigen dazu und verkaufen die Leser und die Zuschauer für dumm. Und von daher der Vorwurf hier, ich sei auf Mainstream-Linie, ist absurd. Genauso wie ich sage, wir hatten jahrelang, 20 Jahre lang eigentlich eine völlig verfehlte Russland-Politik. Auch die Medien haben sich völlig falsch bei Russland die meisten positioniert. Ich bekam ja selber massiven Ärger beim Fokus, weil ich zu Putin kritisch war.
null Aufarbeitung. Genauso wie die Fehler des Westens, über die niemand heute spricht, dass man damals Jelzin auf Teufel komm raus unterstützt hat, dass man die undemokratischen Entwicklungen unter Jelzin und Anfang der 90er Jahre unterstützt hat. Also es ist ganz, ganz viel, was in den großen Medien hier falsch berichtet wird. Und umgekehrt macht es mich immer wieder extrem stutzig, dass manche von den sogenannten alternativen Medien, die Gott sei Dank hier kritisch der Regierung gegenüberstehen, dann eins zu eins die Position der russischen Regierung übernehmen. Und ich sage immer, ein anständiger, guter Journalist, der übernimmt nirgends die Position der Regierung und ich übernehme auch nicht die Position der ukrainischen Regierung. Ich sehe da auch sehr, sehr viel kritisch und ich bin extrem dankbar, dass die meisten meiner Zuschauer und die meisten meiner Leser das so differenziert sehen und das eben nicht schwarz-weiß sehen. Und ich bin wirklich schockiert über diese Aussage von Putin. Nicht im Sinne von überrascht, ich schreibe das ja seit 20 Jahren, dass es ihm darum geht, aber er sagt das jetzt ganz offen. Und egal, wo man steht, egal ob man sagt, der Westen hat viele Schuld oder egal wie man den Ukrainern gegenübersteht, ich denke, ein Mindestkonsens unter friedliebenden Demokraten muss sein, dass es nicht geht, wenn heute ein Land sagt, es will die alten Territorien zurück. Sollen wir dann morgen Österreich oder Elsaß-Lothringen zurück wollen oder sollen wir sagen, wir wollen jetzt Kaliningrad, Königsberg zurück oder die polnischen jetzigen Westgebiete, die früheren deutschen Ostgebiete. Ganz Europa wäre dann ein Pulverfass. In ganz Europa hätten wir nur Krieg, wenn dieses Beispiel Schule macht und wenn Wladimir Putin damit Erfolg hat. Denn das wäre das Signal, man kann wieder Politik wie vor 300 Jahren betreiben mit Landraub, Landgewinn und dem Motto, das gehörte irgendwann mal uns. Diese Büchse der Pandora muss zubleiben und egal, wie man steht zu all dem, jeder friedliebende Demokrat in meinen Augen kann kein Interesse daran haben, dass so ein Beispiel, so eine Politik Schule macht. Vielen Dank in diesem Sinne. Alles Gute. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie. Bleiben Sie dabei. Danke. Ciao. Ja, und Sie wären nicht auf meinem Kanal, wenn ich nicht etwas Wichtiges noch vergessen hätte. Etwas, was russische Beobachter sehr bemerken. Und zwar sagen die, dass Putin bei der Parade am 9. Mai auf dem Roten Platz noch zerknirscht war und auch davor und dass er jetzt richtig aufgeblüht ist bei diesem Auftritt mit den jungen Menschen. Da sah er aus, als sei er in Siegerpose und ein völlig ausgetauschter Wladimir Putin. Und die kritischen Russen sehen die Ursache darin, dass eben jetzt so viel Zuspruch aus dem Westen kommt, dass Leute wie Macron sagen, ja, man muss Putin helfen, das Gesicht zu wahren, dass unser Bundeskanzler Scholz offenbar alles tut, um Waffenlieferungen zu verhindern. Und genau das ist die Gefahr, dass unsere westlichen Politiker dadurch, dass sie zwar das eine sagen, aber das andere machen, übrigens nicht pauschal alle westlichen Politiker, aber viele, dass die Wladimir Putin in diesem Handeln bestärken und ihn geradezu ermutigen, so weiterzumachen. Ganz wichtiger Aspekt, den ich leider vergessen habe. Dafür jetzt eine zweite Verabschiedung. Alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein, unterstützen Sie, abonnieren Sie. Es gibt auch noch einen kurzen Nachklapp. Alles Gute, danke, ciao. Nachklapp empfehle ich besonders. Geht es um ein ganz anderes Thema, um ein Erlebnis in München heute. Danke, ciao. Ja, und ein Backup heute ungewöhnte Atmosphäre. Ich bin in einem Hotel in München und war jetzt gerade hier in einem Kaufhaus und war ziemlich geschockt. Das kenne ich seit meiner Kindheit, dieses Kaufhaus, wunderschönes Kaufhaus. Räumungsverkauf. Und da habe ich mit einer Verkäuferin länger gesprochen und die sagte, sie können sich gar nicht vorstellen, hier, das ist Bahnhofsnähe, wie das hier zugeht, wie aggressiv die Menschen sind. Wir hatten schon fast Schlägereien und traurig, so etwas zu sehen, eine Kindheitserinnerung. Und das geht hier den Bach runter. Kulturverlust, aber darüber darf man ja nicht sprechen. Das wird alles tabuisiert. Danke fürs Reinschauen. Alles Gute. Ciao.